Würde ich sagen, dass ich keine Angst habe, würde ich lügen. Afghanistans Frauen in Angst. 20 Jahre nachdem die Taliban besiegt wurden, bringen sie jetzt immer mehr Teile des Landes wieder unter ihre Kontrolle und feiern ihren Siegeszug im Netz. Die internationalen Truppen ziehen ab und die Gewalt nimmt zu. Vor allem gegen Frauen. Und Szenen wie diese zeigen, die alten Zeiten sind schon jetzt wieder da. Für uns Frauen ist völlig klar, die Taliban haben sich nicht verändert. Sie ermorden immer noch jeden Tag Frauen überall im Land. Sie werden ausgepeitscht und verbrannt oder ihnen wird die Haut abgezogen. Mein Name ist Julia Held. Ich bin Reporterin und will rausfinden, wie es den Frauen hier geht mit dieser Angst. Woher nehmen sie den Mut, für ihre Rechte zu kämpfen, auch wenn sie das hier jederzeit ihr Leben kosten kann? Unter verschiedensten Hashtags haben mutige Afghaninnen den Kampf für ihre Freiheit aufgenommen. My Red Line zum Beispiel, die sprichwörtliche rote Linie, die sie nicht übertreten sehen wollen. Ich bin Journalistin und werde das immer sein. Meine rote Linie ist mein Stift. Das Recht, in die Schule zu gehen, ist meine rote Linie. Oder Where is my name? Der Kampf darum, dass sich Afghanistans Frauen nicht mehr schämen müssen, ihren eigenen Namen zu nennen. Dass dies kein Dreh wird, wie jeder andere, das war mir schon klar, bevor ich hier ankam. Wie angespannt die Lage aber ist, das merke ich spätestens jetzt. Teambesprechung. Zusammen mit unseren beiden afghanischen Producern Sultan und Nessa Faisi. Und Jörg Christ, der fürs ZDF seit Jahren Einsätze in Kriegs- und Krisengebiete begleitet. Du machst einfach nur hier an. Und unsere Kollegin in Deutschland kontrolliert. Jörg erklärt mir die Tracking-App, mit der in den nächsten Tagen jeder unserer Schritte überwacht wird. Wir diskutieren die Sicherheitslage, was wir drehen können und was zu gefährlich ist, wann wir den gepanzerten Wagen nehmen und wann besser nicht. Hier in Kabul kann es jederzeit eine Explosion geben. Deswegen ist es besser, mit einem gepanzerten Wagen zu fahren. In Herat gibt es nicht so viele Explosionen. Ja, dort geht es eher darum, dass du nicht auffällst. Das Gute ist, du siehst aus wie eine Afghanin. Du trägst dein Kopftuch. Und wir werden ein ganz normales Auto nehmen, mit dem wir keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Auch Helm und Weste soll ich zumindest mal testen, meint Jörg. Wobei ich mich ja ernsthaft frage, wie ich die im Zweifelsfall so schnell anbekommen würde. Also ein bisschen komisch ist es schon, in so einem Land auf einmal zu arbeiten, in dem das zur Standardausrüstung gehört. Etwas mulmig ist mir schon zumute, als wir uns auf den Weg machen. Der Verkehr in Kabul ist unübersichtlich. Die größte Gefahr, sogenannte Sticky Bombs. Haftbomben, die einem irgendeiner ans Auto klebt. Wir treffen Roya Haideri. 27 Jahre alt, Fotojournalistin. Sie will uns mitnehmen an einen ihrer Lieblingsorte in Kabul. Roya hat wohl einen der gefährlichsten Berufe hier in Afghanistan. Journalistinnen und Journalisten stehen auf den Todeslisten der Taliban ganz oben. Sie zeigt mir ihre Lieblingsfotos. Porträts von Mädchen, für die sie oft in die entlegensten Regionen des Landes reist. Sie wolle denen ein Gesicht geben, die Taliban am liebsten in die Häuser sperren würden, erklärt mir Roya. Dass sie selbst damit zur Zielscheibe der Islamisten wird, nimmt sie in Kauf. Wenn ich sagen würde, dass ich keine Angst habe, dann würde ich lügen. Aber ich muss einfach stark sein. Hier ist doch gut. Hier können wir halten. Ein Berg mitten in der Stadt. Von hier aus, meint Roya, habe man den besten Blick. Außerdem sei es einigermaßen sicher. Wenn ich wieder mal jemanden bei einem Anschlag verloren habe, einen Freund oder Kollegen, oder wenn ich die Nachrichten sehe über die Taliban und höre, dass sie gerade wieder zwei junge Frauen getötet haben, dann frage ich mich jedes Mal, was mache ich noch hier? Werde ich die Nächste sein?
Aber dann gehe ich trotzdem wieder raus und sehe die Menschen um mich herum. Und es fühlt sich normal an. Und ich denke, es wird schon irgendwie alles gut gehen. Auch hier am Straßenrand von Kabul sind es wieder die Mädchen, die Roya faszinieren. Und ich merke, dass es Mädchen wie diese sind, für die Roya bereit ist, ihr Leben zu riskieren. Sie sind die Zukunft Afghanistans. Ich will nicht, dass sie irgendwann alle in einer Burka stecken. Hast du Angst, dass sie demnächst jemand zwingen könnte? Ja, sehr. Ich werde Roya später noch einmal treffen. Sie will an ihrer Homepage arbeiten und die Fotos der Mädchen auf ihrem Insta-Kanal hochladen. Und ich will sie fragen, welche Rolle spielt das Netz für sie bei ihrem Kampf für mehr Frauenrechte? Erstmal aber haben Sultan und ich eine andere Verabredung. Wir sind auf dem Weg ins französische Krankenhaus von Kabul. Denn eines ist klar, die Burka ist für junge Mädchen in Afghanistan längst nicht die größte Gefahr. Es ist gerade mal 6 Wochen her, dass bei einem Anschlag auf eine Schule in Kabul über 80 junge Mädchen ums Leben kommen. Die Taliban bestreiten, etwas mit dem Attentat zu tun zu haben. Die Bilder der blutverschmierten Schulbücher aber gehen um die Welt. Sie werden zum Symbol für die Angst, dass es wieder einmal junge Mädchen sind, die zu den größten Opfern radikaler Islamisten werden. Vor dem Krankenhaus warten wir auf Familie Akbari. Mit einem gemieteten Kleinbus bringen die Eltern ihre schwer verletzte Tochter zur Untersuchung. Auch 6 Wochen nach dem Anschlag kann die 17-Jährige noch immer nicht wieder laufen. Nur mit viel Glück hat Fatima den Anschlag überlebt. Die schweren Verbrennungen werden für immer zu sehen sein. Noch immer stecken Splitter in ihrem Körper und ihrem Kopf. Wie oft sie schon hier waren, ihre Eltern können sich nicht erinnern. 6-mal schon wurde die Tochter operiert. Eine Hilfsorganisation zahlt die Behandlungen. Komm, du schaffst das. Die letzten Male, dass Fatima hier war, hat sie geschrien vor Schmerzen. Ich bin gerade aus dem Unterricht gekommen, als es die erste Explosion gab. Ich habe gemerkt, dass mein Rucksack angefangen hat zu brennen. Ich habe den Rucksack auf den Boden geschmissen. Leute wollten uns helfen. Und dann kam die zweite Explosion und hat uns durch die Gegend geschleudert. Sie hatte so schreckliche Schmerzen und ich konnte es kaum aushalten, sie so zu sehen. Auch die Verletzung. Ich bin so froh, dass es ihr jetzt besser geht. Auch Fatima wollen wir noch einmal treffen. Wir werden sie zu Hause besuchen, denn eine Frage geht mir nicht aus dem Kopf. Wie kann man jemals wieder unbekümmert in die Schule gehen, wenn man weiß, dass es Menschen gibt, die einen dafür töten wollen? Schulunterricht nur bis zur Grundschule, Burka, Zwang und ein Verbot, ohne männliche Begleitung das Haus zu verlassen. So sah das Leben der Frauen unter der Herrschaft der Taliban aus. Schon für kleinste Vergehen, lackierte Fingernägel zum Beispiel, drohten drakonische Strafen wie Fingerabschneiden. Mehr als 50% des Landes haben die Taliban schon jetzt wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Seit Beginn des Abzugs der ausländischen Truppen erobern sie jeden Tag neue Teile des Landes. Die Sicherheitslage wird immer angespannter, überall Checkpoints, Roadblocks und Zäune. Das Krasse ist, dass über Kabul die ganze Zeit so eine Art Zeppelin fliegt mit einer Kamera. Das heißt, die Stadt wird die ganze Zeit gefilmt, ob irgendetwas Verdächtiges passiert. Aber sind es die gleichen Taliban wie früher? Oder sind sie, wie sie selbst behaupten, längst nicht mehr so radikal? Eine Frage, die sich wohl fast alle Afghaninnen und Afghanen zurzeit stellen. Ja, wir kriegen hier ja auch im Moment jeden Tag so E-Mails, Travel Alert heißt es, informiert uns darüber, welche Bezirke die Taliban unter ihre Kontrolle gebracht haben und wie viele Anschläge es im Moment so gibt, von denen wir in Deutschland überhaupt nichts mitbekommen. Ich will ein Gefühl für die Menschen hier bekommen und will wissen, wie sie die Lage sehen. Am liebsten würde ich durch die Straßen und über die Märkte laufen und sie einfach danach fragen. Aber die Sicherheitslage lässt das nicht zu, erklärt mir Sultan.
Ich merke, dass er angespannt ist. Und auch Hakim, der Sicherheitsmann, der uns die ganze Zeit begleitet, drängt uns, wieder ins Auto zu steigen. Auch hier jetzt, an dem Ort, an dem wir stehen, sind wir nicht sicher. Es kann immer eine Bombe hochgehen. Er hat gesagt, 10 bis 15 Minuten ungefähr an einem Ort bleiben, dann will er, dass wir gehen. Und das ist jetzt ungefähr erreicht, also wir hauen jetzt ab. Ich frage mich ja die ganze Zeit, ob Social Media den Frauen hier hilft, sich zu vernetzen und in ihrem Kampf für mehr Freiheiten, oder ob es am Ende eigentlich ein größeres Risiko bedeutet. Um auf diese Frage eine Antwort zu bekommen, machen wir uns auf die Reise. Nach Herat, in den Westen des Landes, nahe der iranischen Grenze. Wir nehmen das Flugzeug. Der Landweg ist zu gefährlich. Die Taliban haben dort längst überall die Kontrolle. Wir werden unbegleitet reisen und auch ohne gepanzerten Wagen. In Herat würden wir mit solchen Sicherheitsmaßnahmen eher auffallen. Bei unseren Recherchen sind wir auf einen Hashtag gestoßen, der es sogar geschafft hat, das afghanische Gesetz zu ändern. Lale Osmani hat mit der Online-Kampagne Where is my name bewiesen, wie viel das Netz auch hier in Afghanistan verändern kann. Doch der Preis, den die 29-Jährige dafür zahlt, könnte größer nicht sein. Es ist Tradition, dass wenn Frauen erwachsen werden, dass ihr Name nirgends mehr auftauchen darf. Nicht auf den Rezepten, die der Arzt ihr ausstellt, nicht auf ihrer eigenen Hochzeitseinladung oder ihrem eigenen Grabstein. Stattdessen steht überall nur Mutter von XY, Tochter von XY oder Frau von XY. Auch im Ausweis durfte bislang immer nur der Name des Vaters stehen, nicht der der Mutter. Kindern wurde beigebracht, dass es eine Schande ist, den Namen der Mutter auszusprechen. Aber die Kampagne von Lale und ihren Mitstreiterinnen hat es geschafft. Vor etwa einem Jahr hat Präsident Ashraf Ghani ein Gesetz unterzeichnet, mit dem auch der Name der Mutter künftig im Ausweis stehen darf. Ab Juli können die Dokumente geändert werden. Aber dann, auf einmal, der Strom ist weg. Es gab wohl einen Angriff der Taliban ein bisschen außerhalb der Stadt und jetzt ist die Leitung tot. Jetzt erst wird mir wirklich klar, wie konkret die Bedrohung durch die Taliban längst ist und wie groß die Gefahr für Lale und die anderen Frauen. Sie haben gefordert, dass ich die Kampagne stoppe. Als ich das nicht gemacht habe, haben sie mir dieses Bild geschickt von diesem Mädchen in Kandahar, dem sie die Haut abgezogen haben, mit der Drohung, dass ich genauso enden werde. Die Angst ist da, die ganze Zeit, das merke ich. Und trotzdem wollen sich Lale und die anderen nicht einschüchtern lassen. Auf einem kleinen Markt vor der Tür wollen sie andere Frauen von ihrer Kampagne überzeugen. Kennen Sie unsere Kampagne Where is my name? Haben Sie schon von Where is my name gehört? Was glaubst du, wie nah sind die Taliban inzwischen? Die Taliban sind nur noch etwa 100 Kilometer von der Stadt weg. Dort haben sie schon alle Bezirke erobert. Wir rechnen jeden Moment damit, dass sie hier sein werden. Auch wenn sie die Stadt noch nicht erobert haben, es gibt schon jetzt jeden Tag Hinrichtungen in der Stadt. Und Lale steht auf ihrer Todesliste. Wir müssen deshalb jeden Moment damit rechnen, dass sie ermordet wird. Selbst wenn wir diesen Kampf nicht überleben, wir kämpfen ja auch für die anderen, die nach uns kommen, damit sie wenigstens eine bessere Zukunft haben. Sie sind bereit, ihr Leben zu opfern. Und mir wird klar, es ist nicht nur Mut, der Lale und die anderen hier leitet. Es ist auch das Gefühl, dass alle anderen dieses Land längst aufgegeben haben. Wenn wir nicht aufstehen und kämpfen, wer tut es dann? Keiner hilft uns. So viele Länder waren hier und sind wieder abgehauen.
Ihr wart es doch, die uns gezeigt haben, was Freiheit bedeutet. Sonst wüssten wir ja gar nicht, wie sich das anfühlt. 20 Jahre lang waren wir frei. Und jetzt fühlt es sich an, als würden wir wieder zurück in unseren Käfig gesperrt. Sie fühlen sich im Stich gelassen, merke ich. Und auch ich bekomme das Gefühl, als habe die Welt Afghanistan und auch diese Frauen irgendwie aufgegeben. Zurück in Kabul. Wie wenig Unterstützung die afghanischen Frauen hier im eigenen Land zu erwarten haben, das werde ich auch bei meiner nächsten Begegnung merken. Ich hatte Sultan gebeten, uns ein Treffen mit einem Imam zu vereinbaren. Die Stimme der religiösen Gelehrten hat Gewicht in den eher traditionellen Bevölkerungsgruppen und ich möchte verstehen, wie Sie den Kampf der Frauen für mehr Freiheit sehen. Bevor ich aussteigen darf, soll ich aber erstmal mein Kopftuch fester binden. Man sollte deine Haare nicht sehen. Salam alaikum, ich bin Julia. Maulawi Shah Mohammed ist seit vielen Jahren als Imam in dieser Kabuler Moschee. Er hat in Ägypten studiert, gilt als besonders angesehen. Hat er Verständnis, wollen wir von ihm wissen, für die Angst vieler Frauen, ihre hart erkämpften Rechte wieder zu verlieren? Und für ihren Kampf auch mit den Mitteln von Social Media? Es gibt doch überall im Land so viele Frauen, die ihre Söhne, ihre Männer oder andere Familienmitglieder verloren haben. Und auch die wünschen sich alle nichts anderes als Frieden. Diese anderen mit ihren oft unrealistischen Forderungen, die gefährden doch auch für alle anderen den Frieden. Heißt also erst der Frieden, dann die Frauen? Der Imam lächelt und gibt mir eine sehr blumige Antwort, die nichts anderes aussagt, als dass er das Thema Frauenrechte für ein Minderheitenproblem hält und die Kampagnen im Netz für einen Fehler. Also der war super nett, hat mir auch die ganze Zeit in die Augen geschaut, was mich irgendwie überrascht hat. Aber klar ist auch, der hat jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass beim Thema Frauenrechte irgendwie Handlungsbedarf ist. Seit September 2020 führt die afghanische Regierung offizielle Friedensgespräche mit den Taliban. Zwar sitzen dabei auch vier Frauen mit am Tisch, zusammen mit dutzenden Männern wohlgemerkt. Das Thema Frauenrechte steht aber bislang nicht mal auf der Verhandlungsliste. Und der versuchte Anschlag auf eine der Teilnehmerinnen, Fauzia Kufi, zeigt, wie sehr die Frauen unter Druck stehen. Ein bisschen habe ich im Nachhinein das Gefühl, als habe der Imam versucht, die Frauen gegeneinander auszuspielen. Und so zu tun, als würden Lale und die anderen nur für eine Minderheit im Land sprechen. Wie dringend nötig ihr Kampf aber ist, das wird mir klar, als wir die verletzte Fatima Akbari zu Hause besuchen. Die Familie gehört zur Gruppe der Hazara, eine schiitische Minderheit in Afghanistan, ohne viel Rechte und ständigen Bedrohungen ausgesetzt. Vor allem durch sunnitische Extremisten. Die Akbaris sind arm. Zusammen mit den 6 Kindern leben sie in einem einfachen Lehmhaus. Dass die Kinder zur Schule gehen, dass sie es später einmal besser haben, das ist ihnen wichtiger als alles andere. Ich will wissen, wie es der Familie jetzt geht nach dem Anschlag. Mit welchem Gefühl werden die Eltern ihre Tochter demnächst wieder in die Schule schicken? Und vor allem, was denkt Fatima selbst? Ich bin selbst nur bis zur 3. Klasse in die Schule gegangen und kann nicht lesen und nicht schreiben. Ich weiß nicht mal, wo eine Toilette ist, weil ich die Schilder nicht lesen kann. Was haben wir für eine Wahl, als unsere Kinder in die Schule zu schicken? Auch wenn wir jeden Morgen nicht wissen, ob sie zurückkommen. Jedes Mal, wenn die Kinder das Haus verlassen, habe ich furchtbare Angst um sie. Den Anblick, als ich Fatima nach dem Anschlag da so liegen sah, es war schrecklich. Fatima sei eine gute Schülerin gewesen, erzählt die Mutter, während sie der Tochter ein bisschen frisches Obst aufschneidet, um sie schnell wieder fit zu kriegen. Und den Rucksack auch mal mitnehmen, wenn es geht.
Fatima, wie geht es dir, wenn du an die Schule denkst? Hast du Angst? Nein, ich habe keine Angst. Sobald ich wieder laufen kann, will ich wieder in die Schule gehen. Ich will auch eine Journalistin werden, so wie du. Während Sultan und ich uns auf den Weg machen, muss ich an meine Tochter zu Hause denken. Die Zerrissenheit von Fatimas Eltern, die ihrer Tochter zwar die Chance geben wollen auf Bildung, aber jeden einzelnen Schultag um ihr Leben fürchten. Ich merke, dass ich keine Vorstellung davon habe, wie sich das anfühlt. Am Nachmittag treffe ich auch Roya nochmal. Mit einem Freund sitzt sie im Café. Auch das ist Kabul. Ein Ort der Freiheit hinter Mauern, an denen uns keiner nach unserem Kopftuch fragt. Zusammen mit dem Freund arbeitet Roya an ihrer neuen Homepage. Und sie hat das Bild von dem Mädchen gepostet, das sie vorhin gemacht hat. In meiner Welt wächst du nicht im Krieg auf, hat sie darunter geschrieben. In meiner Welt wirst du nicht ermordet, gekidnappt oder ins Verderben gezwungen. Ich will von ihr wissen, ob sie glaubt, dass solche Posts etwas verändern können. Dinge, die in anderen Ländern vielleicht Kleinigkeiten sind, für uns hier haben sie eine Riesenbedeutung. Social Media hat uns mutiger gemacht. Es ist ein Medium mit viel Macht und großem Einfluss. Nicht nur für uns Frauen, für alle Menschen hier. Auch Roya kennt die Drohungen aus dem Netz und sie weiß, dass jeder Post auch eine Gefahr bedeutet. Und trotzdem ist da dieser unerschütterliche Wille, sich von der Angst nicht lähmen zu lassen. Das Leben hier in Afghanistan ist eben einfach gefährlich. Je weniger man darüber nachdenkt, desto ruhiger lebt man. Ich habe 4 Tage hier in Afghanistan verbracht und unfassbar beeindruckende Frauen kennengelernt. Über die Frauen auf der Straße allerdings habe ich nicht viel erfahren. Schon wenn sie unsere Kamera gesehen haben, haben sich die meisten von ihnen weggedreht. Ich weiß also nicht genau, welche Hoffnungen und Ängste sie haben. Aber ich bin sicher, dass Roya, Lale und die anderen hier auch für ihre Zukunft kämpfen. Ich glaube nicht, dass ich den Mut hätte, mich hier so sehr für Freiheit und meine Rechte einzusetzen. Diese tägliche Angst für mein Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich interessiert eure Meinung. Schreibt mir gerne eure Kommentare.